Hi, ich bin der Jens von Weingut George. Schön, dass dir der Albarino geschmeckt hat, Jonas. Ist bei uns auch ein neues Ding und freut mich, dass es dir gemundet hat. Ich habe gedacht, nach den ganzen Feiertagen ist auch mal cool, irgendwas Prickelndes zu trinken. Deswegen gibt es jetzt heute einen Sekt von Weingut Egard von der Sophie. Sophie war bis vor kurzem auch noch in Südafrika auch auf dem Sektgut und hat da gelernt, Sekt zu machen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie der Riesling-Sekt von ihr schmeckt. Ich habe ihn schon ab und zu mal probiert, deswegen glaube ich, werde ich nicht enttäuscht. Ist trotzdem cool, 2017er. Ja, wie ich es erwartet habe, irgendwie schön prickelig. Dadurch, dass er ein bisschen länger auf der Hefe war, auch hat er schon eine schöne Cremigkeit. Lohnt sich auf jeden Fall zu trinken. Also schaut mal bei der Sophie vorbei und lasst ihn euch auf jeden Fall beim nächsten Weinfest, wenn es wieder geht, schmecken. Prost!